Viele von Ihnen, liebe Zuschauer, waren schon einmal in Berlin. Und da ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass die deutsche Hauptstadt flach ist. Sehr flach sogar, was sie zu einem Paradies für Fahrradfahrer macht. Ein paar kleine Erhebungen gibt es in Berlin allerdings. Hier im Nordosten haben wir den Prenzlauer Berg. Das gleichnamige Viertel hat sich in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt. Aus den besetzten Häusern wurden sanierte Luxusbehausungen für Kreative. Südlicher erhebt sich der Kreuzberg, der dem umliegenden Viertel seinen Namen gab. Den 66 Meter hohen Hügel ziert ein neugotisches, spitzes Denkmal, Würdigung der preußischen Feldzüge gegen Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier und da gibt es nur ein paar Gefälle. Mehr hat Berlin an natürlichen Erhebungen nicht vorzuweisen. Wirklich? Sagen die, die Berlin kennen. Und was ist mit dem Teufelsberg, der sich weit im Westen erhebt und zudem noch am höchsten ist, mit 120 Metern? Und im Friedrichshainer Park steht dort der sogenannte Mont-Klamott, wie die Ostberliner ihn liebevoll nennen. Und was ist mit der Humboldt-Höhe, einem Hügel in einem Park im Norden der Stadt? Tja, das sind alles künstliche Aufschüttungen, und zwar Trümmerberge. Es gibt in Berlin fast 2 Dutzend solcher Trümmerberge, fast genauso viel wie echte Erhebungen. Sie entstanden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem die Nazis den größten Teil Europas in den Krieg gestürzt haben, wird ihre Hauptstadt Berlin schließlich selber, vor allem ab 1944, von den Alliierten bombardiert, wie die meisten anderen deutschen Städte auch. Bei Kriegsende im Mai 1945 ist ein Drittel des Berliner Stadtzentrums zerstört. Und die Filmaufnahmen der Zeit, wie Rossellinis Film Deutschland im Jahre Null aus dem Jahre 1947 und der Marlene Dietrich Film Eine auswärtige Affäre von 1948, zeigen endlose Ruinenlandschaften. Berlin mangelt es an Arbeitskräften, um diese Trümmerhaufen aus Backsteinen abzubauen. Männer gibt es kaum, die meisten sind gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Deshalb übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Trümmerfrauen nennt man sie. Unermüdlich, nur mit Schaufel und Schubkarre ausgerüstet, treten diese Frauen, an die 60.000 in Berlin, den Ruinenbergen entgegen. Sie gehen als erste positiv besetzte Figur ins kollektive Bewusstsein der Deutschen ein, in eine Nachkriegszeit moralischer und materieller Zerstörung. Es ist eine anstrengende Knochenarbeit. Doch wer an den Aufräumarbeiten beteiligt ist, bekommt zusätzliche Lebensmittelkarten. Die Anstrengung wird mit einer doppelten Lebensmittelration belohnt. Ein wahrer Schatz in den Hungerjahren nach dem Krieg. Und so wird Berlin noch bis zum Jahre 1954 von schmalen Gleisen durchzogen, auf denen kleine Wagen die Backsteine abtransportieren, die von den Menschenketten der Trümmerfrauen abgeräumt worden sind. Es gibt so viel Schutt, dass alles, was nicht wieder verwendet wird, hier und da in der Stadt aufgeschüttet wird. Oft auf ehemaligen Bunkern, die nicht gesprengt werden können. Mit Erde und Bäumen bedeckt werden diese Trümmerberge dann zu den heutigen Parks. So tragen die Trümmerfrauen wesentlich dazu bei, die deutschen Städte freizuräumen. Berlin, aber auch Köln, Koblenz, Frankfurt am Main, Würzburg oder Dresden, um nur einige der bombardierten Städte zu nennen. Die Trümmerfrauen werden mit zahlreichen Denkmälern geehrt, werden als Vorbild zitiert und gelten als Symbol eines Deutschlands, das die Ärmel hochkrempelt und sich einig und geschlossen an seinen Wiederaufbau wagt.